Hallo, liebe Abonnenten des Gameru-Kanals und liebe Nicht-Abonnenten, heute mit einem ganz besonderen Special. Und zwar so besonders, dass ich mein eigentliches Special nach hinten schieben musste. Denn das hier ist was für verregnete Gamertage. Und da wollte ich eigentlich schon so viele Zuschauer wie möglich vor den Fernseher oder vor den Monitor locken hier auf YouTube. Denn ich habe was ganz Besonderes ergattert. Und zwar von eBay. Zu einem absolut wahnwitzig günstigen Preis. Das Spiel selber. Na, ich verrate es noch nicht, wie es heißt. Ja, ich mache es gleich auf. Im Japanischen heißt es Ushi Nawaretta Denshu. Wurde 2007 von der Firma Game Republic programmiert. Beziehungsweise am 21. Juni 2007 war der Release. Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel. Am 27. Juni, also 6 Tage nach Release des Spiels, kam eine 3-CD-Soundtrack-Edition raus. Mit dem Titel The Lost. Nein, darf ich jetzt nicht verraten. Und dann der Titel des Spiels. Beinhaltet 52 Songs, ja, hat eine IGN-Wertung bekommen, 9 von 10 Punkten. Famitsu, das japanische ja, Oberkritiker Magazin, gab 33 von 40 Punkten, was ungefähr so ja, 85-86% übersetzt darstellt. GamePro gab 4 von 5 Sternen. Ich habe das Ganze, wie gesagt, über eBay ergattern können zum absolut wahnwitzig günstiger Preis. Ich möchte mich da auch noch sehr recht herzlich bedanken. Und zwar geht der Dank an per Doodle oder per Dördel. Vielleicht ist er auch Engländer, englischstammig, ich weiß es nicht. Da könnt ihr seinen eBay-Kanal auch besuchen. Der verkauft noch mehr seltene Sachen. Da geht er einfach auf eBay und gibt PS2 Resident Evil rein. Ich glaube für 18 Euro und dann, oder könnt ihr auch suchen per Dürdel, zusammengeschrieben per Dürdel, also PEER, dann Dürdel, Durdel, 1988, ja, also quasi als ein Wort zusammengeschrieben. Und da kommt er auf seinen Shop und ja, unterstützt den gerne. Denn der hat noch ein paar Raritäten drin, die für den einen oder anderen interessant ist. Also auch nicht nur Videospiele, sondern auch, er hat auch Lego drin. Ja? Vielleicht möchte sich der Gute wie ich auch eine Nintendo Switch holen und möchte sich dadurch die Konsole finanzieren. Mir wäre es arg lieb, wenn ihr den unterstützen würdet. Wie gesagt, nochmal recht herzlichen Dank an der Per Durdel. Ja. Machen wir weiter. Und zwar die Geschichte. Der Brief einer toten Mutter, ein geheimnisvoller Anruf und Fragen einer fast vergessen geglaubten Kindheit führen Ellen, eine junge Frau, und Keats, einen Journalisten eines okkulten Magazins, in das ländliche Dolin und in die Unterwelt Irlands, um ein 17 Jahre altes Geheimnis zu lüften. Ja, ein paar hier wissen jetzt schon, um was es geht. Unter anderem auch der liebe Manuel. Schöne liebe Grüße an der Manuel. Der hat sich das Spiel nämlich auch geholt. Ja, in der deutschen Version, glaube ich, wenn man das alles täuscht. Allerdings diese Version von dem Spiel, der wird er jetzt gleich sehen. Das ist eine ganz besondere Version. Nochmal zur Geschichte. Also wie gesagt, eine junge Frau und ein Journalist gehen in das ländliche Dolin und in die Unterwelt Irlands und müssen ein 17 Jahre altes Geheimnis lüften. Beide sind durch, ja, durch gewisse Umstände dazu geführt worden. Da gibt es Wendungen und Intrigen in der Geschichte. Es gibt zwei Geschichtsverläufe. Das bedeutet, ihr steuert einmal entweder den Journalisten oder die Ellen. Ja?
Dadurch, dass es noch Wendungen gibt, gibt es auch verschiedene Endings, ja. Also nicht nur zwei Geschichten, sondern auch verschiedene Endings, was ich super toll finde, ja. Weil so ein Spiel hat ja einen Mehrspielerwert, ja. Und was auch noch sehr besonders ist, und zwar könnt ihr über 100 Kreaturen, beziehungsweise deren Kräfte nutzen. Und zwar via Six-Axis-Controller. Ja, ihr könnt also diesen Six-Axis-Controller von der PlayStation 3, dazu war er ja auch mal programmiert, das muss man ja auch mal als Gamer dazu sagen. Das haben ja viele Spiele überhaupt gar nicht übernommen, ja. Dass man mit dem Six-Axis-Controller durch die Bewegungen, die man ausgeführt hat, spezielle ja, Bewegungen auch beim Protagonisten oder beim Monster, wo man dann steuert, ausführen kann. Das ging ja so ein bisschen unter, für was der eigentlich mal wirklich war. Und dieses Spiel nutzt es natürlich bei über 100 Kreaturen, deren Kräfte Close Combat, also Nahkampf, also Projektil, Schüsse und aber auch Magie beinhalten. Das ist also quasi ein Thriller, ein Krimi, mit Rollenspielelemente, und zwar als das ist ein Action-Rollenspiel, ja. Animierte Filmsequenzen im Comic-Stil tun das Ganze noch dazu auflockern oder sind von mir aus auch noch das Sahnehäubchen, ja, zu dem Spiel. Und jetzt würde ich sagen, genug geredet. Ich mache das Ding einfach mal auf und zum Schluss gibt es noch mal ein kleiner Bonus. Kleiner Mund, jetzt muss ich mal schön gucken hier, dass er da was zum Aufmachen hier, eine Schere. Ja, professionell wie ich bin, habe ich da natürlich eine Schere hingelegt und bereit gehalten. Jetzt muss ich nur gucken, dass er da das Ding nicht verletzt. Eieiei. Ja, ich muss es so aufmachen, es geht nicht anders. Es wurde gut zugeklebt. So. Oh, das hat er gut gemacht. Per, das hast du wunderbar gemacht hier. Das hast du nochmal eingepackt. Das Spiel damit, ja, wenn es regnet, nichts drankommt. Ja, so. Ja, was ist denn das jetzt hier? Das ist doch. Rewe, ne? Ah ja, Rewe, natürlich, klar ist Rewe. Super. Eine von meinen absoluten Lieblings-Supermärkte, ja. Kann man ein bisschen Werbung machen, weil ich ein toller Laden. Ja. Kann man gut einkaufen, gute Preise, tolles Sortiment. Achtung, Leute, und jetzt kommt's. Lieber Manuel, du hast dieses Spiel in einer Version gekauft, in Deutsch, soviel ich weiß. Neu original verpackt, 100 € wert. Gebraucht, ca. 60 bis 80 €. Das ist ganz nett, ja. Ich habe da noch ein bisschen gewartet und bin dann zu eBay rein, habe das gesehen, ja, und habe meinen Bruder gefragt, kaufe oder nicht kaufe. Innerhalb von 5 Sekunden haben wir dann die Entscheidung getroffen zu diesem Preis. Liebe Leute, ich präsentiere euch eine der seltensten Videospiele, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und zwar das Spiel Folklore. Das ist. Das gab es auf dem Grabbeltisch bei Mediamarkt und Saturn mal für einen Zehner, ja, weil sie es raushaben wolltet. Ein Schaf wie ich habe mich nicht groß mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ich wusste, dass es das gibt, aber habe damit jetzt nichts groß, habe mich nicht groß damit beschäftigt. Hätte ich gewusst, dass das so gut ist, ja, hätte ich 10 Stück davon gekauft. Ja, wäre jetzt ein reicher Mann und könnte mir jetzt eine PlayStation 5 kaufen, auch wenn sie jemand für 1.000 € verkaufen würde zu Weihnachten. Das macht aber nichts, ja, weil ich habe dieses Spiel. Dieses Spiel wird gehandelt zurzeit im Internet mit einer VGA-Wertung für 774 € und nochmal 51 € Versandkosten, und zwar aus Amerika oder ne, England, Entschuldigung, England, ist ein Engländer. So, durchschnittlich ist dieses Spiel zwischen 200 und 400 € wert, je nach Zustand. Ja? Und ja, ich bin nicht ganz. Das ist es hier. Ist das, ja, hier ist die Hinterseite. Das Besondere an dem Spiel hier ist, das ist die chinesisch-englische Version. Hoppala, ja. Und die ist noch rarer als die japanische, denn die Japaner haben die japanische Version, die Deutsche haben die deutsche Version. Und dann macht man halt das Sammlerstück draus, weil es halt so selten ist. Kein Problem, ist ja auch ein Sammlerstück. Aber das Ding hier kommt aus China, ja, ist in China hergestellt worden
und hat den englischen Untertitel und die englische Sprache, die man eigentlich kann. Das heißt, wer ein bisschen Englisch kann, spielt das Spiel auf Englisch durch und hat eins der seltenen Spiele. Und da ich Englisch gut kann, ja, und gut lesen kann, besser lese als Reder, habe ich hier ein absolutes, ja, Schmuckstück ergattert. Und oh, Wahnsinn, guck mal, wie clever das der echte Pair. Da hat es noch gepolstert, ja. Mit einfachen Mitteln können das polstern. Ja. Einfach nur das reinlegen, wunderbar, ist schon gepolstert. Der, ja, fliegt nicht auseinander, bekommt keine Kratzer. Per, super. Bin ich einer von den besten Verkäufer auf eBay, das mit Sicherheit. Also bekomme ich von mir noch hat auch noch die Bewertung. Und bitte, wie gesagt, per Durtel 1988 zusammengeschrieben, Resident Evil 2 Eingeber, müsst ihr für 18 Euro müsst das sehen bei der Suche auf eBay. Könnt ihr bei ihm kaufen und noch ein paar andere Schätze, wo er hat. Super gemacht. Super gemacht. Ja. Ganz einfach. Ja. Es gibt Companies, also sprich Firma, wie zum Beispiel Lego. Ja. Die schicken dir einen Karton. Da sind drei kleine Kartons drin. Ja. Und die drei kleinen Kartons, die fliegen in diesem großen Karton kreuz und quer durch die Gegend. Da wird nichts gepolstert, da wird keine Zeitung reingelegt, keine Luftpolsterfolie, gar nichts. Das interessiert die gar nicht mit Lego. Ja. Und so bekommt ihr dann euer Ware. Und so Leute wie der Per Durtel, ja, die haben ein Bewusstsein und die machen das richtig, die polstern das richtig, so wie ich das nämlich auch als mache, ja. Aber das als Anregung nochmal, hier einfach nur ein Zewa, ja, oder Klopapier, hier süß, ne, mit dem Panda-Reinleger und das Ding ist gepolstert und bekommt keine Kratzer, ja, wenn es transportiert wird, ja. Ganz besonderen Dank auch nochmal an den Per. Warum? Weil die Anleitung mit dabei ist. Es gibt scheinbar. Und zwar in einem sehr guten Zustand. Hier sehe ich gerade. Ja, da brauche ich nicht weiter gucken. Ja, die ist top. Top Erhalter. Es gibt Leute in Deutschland oder auf der Welt. Ja. Ich weiß nicht, was die mit ihrer Anleitung gemacht hat. Und dadurch vermindert natürlich bei fehlender Anleitung wird der Wert des Spiels gemindert. Und zwar rapide. Ja. Leute. Wenn ihr ein Spiel kauft. Ich weiß nicht, also ich habe alle meine Anleitungen noch und zwar von jedem Spiel, wo ich je gekauft habe, habe ich die Anleitung. Vielleicht, ich glaube Super Mario World damals, das hat, glaube ich, was abbekommen. Da war, ich glaube, Kaffee oder so drüber, ja. Ansonsten habe ich jede Anleitung. Leute, macht doch einfach das Spiel auf und wenn ihr die Anleitung braucht, lest jetzt durch, legt jetzt auf den Tisch, guckt, dass nichts rankommt und dann legt jetzt gleich wieder in die Hülle zurück, ja. Wenn ihr es mal verkaufen wollt, das sind noch 40, 60 Euro, die ihr mehr verlangen könnt. Weil die Anleitung drin ist, ja. Also das nur als kleiner Tipp, ja. Bitte nicht böse verstehe, aber ich verstehe nicht, warum die Anleitung bei den Spielen fehlt. Das ist für mich ein absolutes Unding. So. Und das bei so vielen Leuten, das noch wohlgemerkt. Also für die PlayStation 3 hier, das Spiel Folklore. Ich bin sehr happy drüber. Ich werde es auch streamen, das Ganze, ja. Ich habe noch nie einen PS3-Stream gemacht. Bisher nur Xbox One und PlayStation 4. Werde es aber machen und also jetzt mal die Disc mal angucken. Ja, super. Hat nicht ein Kratzer, nicht ein Kratzer das Ding. Also von mir die Höchstnote an der Peer, ganz klar, ne? Einer von den besten eBay-Verkäufer. Der macht sich Gedanken, ja, der hat ein Bewusstsein und genau so funktioniert das Ganze. Peer, ich wünsche dir und deiner Familie wunderschönes Weihnachten. Ja, das hast du verdient. Wenn es dann kommt, dieses Jahr müsste eigentlich kommen, auch 2022, ne? Kleiner Schatz von mir am Rande. Bedanke mich recht herzlich. Wie gesagt, werde es nochmal streamen, werde auch da der Per nochmal erwähnen. Und der Stream ist dann für dich, Per. Und ja, ich bin einfach nur noch baff, dass ich das bekommen konnte. Ja, ich hatte es nicht auf dem Radar und bekomme natürlich die chinesisch-englische Version. Die mega rare ist, wird bei mir sofort weggeschlossen und kommt dann erst wieder raus, wenn ich den Stream mache. Ja? Toll. Toll Sammlerstück. So, Leute, jetzt noch ein Ding in eigener Sache. Ich verkaufe ja zurzeit auf eBay Kleinanzeigen und auf www.filmundo.de meine Spiele, hauptsächlich meine Filme, ja, 18er Versioner, auf www.filmundo.de. Und auf eBay Kleinanzeigen die anderen Spiele bzw. anderen Filme. Ich mache euch den Link in der Videobeschreibung nochmal rein und auch in die Kommentare jeweils. Ja?
Ich habe Sichtungen ohne Ende. Und bin jetzt, genau das wollte ich sagen, ich bin mit dem Preis jetzt runtergegangen und zwar zwischen 10 und 20 Euro. Warum? Ganz einfach. Bei den 18er Titel muss man ja 2,60 € extra bezahlen, wegen der alten Sichtung, ja, bei der Post. Ja. Die berechne ich natürlich dem Käufer. Deshalb habe ich gesagt, okay, geh mit dem Kaufpreis bei jedem Film zwischen 10 und 20 € runter. Ja. Filmfreunde, sollt heute noch auf filmundo.de gehen, um zu schauen, ob diese Perle, die ich drin habe, noch drin sind. Ja. Ich gehe jetzt selber gleich rein, ob sie noch drin sind. Unter anderem ist ja Hobo with a Shotgun drin im Mediabook. Super Zelda, ja. Und noch ein paar andere Perler. Geht bitte drauf, schaut es euch an, schnappt euch als Weihnachtsgeschenk, solange es noch da ist, ja. Und da bin ich auch nochmal um 10 oder 20 € runtergegangen beim Hobo with a Shotgun. Aber merke ich da nicht runter. Im Gegenteil, wenn das in der nächsten Woche nicht verkauft wird, das Ganze, gehe ich mit dem Preis wieder hoch. Weil Verschenker möchte es dann auch nicht, ja. Ich habe jetzt einen super günstigen Preis drin und wer zuschlagen will und den Film haben will, bekommt mit Sicherheit nicht mehr so günstig wie jetzt gerade. Ja. Deshalb www.filmundo.de Anmelder, ja, FSK 18 freischalten lassen, von mir aus auf der Post. Wer es noch nicht gemacht hat, wie gesagt, 5 Tage lasse ich den Film noch drin zu dem Preis und seid schnell, holt euch das Ding und auch, ja gut, die anderen Perle, wo ich drin habe und auch bei eBay Kleinanzeigen habe ich auch Sachen drin. Wie gesagt, Link kommt noch. Links, so jetzt kommt Dankeschön an alle. Und zwar an den Manuel, an den Per, wie gesagt, ganz klar, ne? So an die Nala, an die Vivi, ans Nienchen, an die Jessie, an die Stella, an den Hundertschwert, an den Kanzler, an den Elrond van Dijf, an den André, an den Sebastian, an den Alex, an den MC Silberrücken oder MC Silberrücken. Und alle, die in meiner Freundesliste drin sind, auch an alle Abonnenten. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr meine Videos anschaut. Es wird noch viel mehr kommen. Wie gesagt, ich habe euch auch versprochen, ein besonderes Special in den letzten Verkaufsvideos von den Filmen. Und es wird auch noch kommen, ja. Und da habt ihr tolle Weihnachtsgeschenke. Ja, da müsst ihr nicht viel Geld ausgeben. Und da habt ihr ganz besondere Sachen dann. Und ja, möchte mich ganz recht herzlich bedanken für dieses ja, seltene Unboxing-Video, dass ihr da zugeschaut habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ihr seid super. Ich bin der Gamerook. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Schöner Start in die neue Woche. Ja, haltet die Ohren steif, passt auf euch auf, ja. Und man sieht sich wieder im nächsten Video. Bis denn dann. Tschüss.